Hallo und willkommen bei den Denkreisen. An einer anderen Stelle meines YouTube-Kanals hatte ich in letzter Zeit mehrmals über Science-Fiction-Romane aus der Tschechischen Republik oder damals der TSSR gesprochen und darüber, welchen Einfluss sie auf mich in meiner Jugend hatten. Das brachte mich nun auf die Idee, eine neue Reihe anzufangen, die sich ausschließlich mit Besprechungen einiger ausgewählter Romane aus dieser Zeit oder aus diesem Land beschäftigt. Denn solche Bücher sind nie übersetzt worden und falls sie es im Einzelfall doch mal waren, dürfen sie längst wieder in Vergessenheit geraten sein. In der Regel können wir davon ausgehen, dass sie zum Beispiel hier in Deutschland gänzlich unbekannt sind. Natürlich stellt sich mir die Frage, wie viel Sinn es nun macht, über Bücher zu sprechen, die hier in Deutschland niemand lesen kann. Doch grundsätzlich sollte man es im Internet mit den W-Fragen nicht übertreiben. Wieso, warum und weshalb etwas online gemacht wird, ist heute selten schlüssig erklärbar. Vielleicht mögen diese Beiträge für jene interessant sein, die sich für die kulturhistorische Rolle der Fantastik interessieren und vermutlich nur mühsam in Erfahrung bringen könnten, wie damals der Stand der Dinge im tschechischen Sprachraum war. Somit denke ich eher, dass kein Informationsvideo unnütz genug sein kann, als dass ich nicht in den endlosen Weiten des Netzes zumindest eine Person fände, die genau nach diesem Wissen sucht. Ansonsten macht es mir einfach nur Spaß, über diese Dinge zu sprechen. Mehr Grund braucht es vielleicht auch nicht. Für den Anfang dieser Reihe habe ich mich für eine sehr reizende Trilogie entschieden, deren Analyse und Rezension drei einzelne Folgen umfassen wird. Hierbei handelt es sich um die Science-Fiction-Trilogie des populären Autors Ludwig Socek mit dem Titel Cesta slepých ptáků, zu Deutsch Der Weg der blinden Vögel. Ludwig Socek war eine recht faszinierende und durchaus auch polarisierende Gestalt in der tschechischen Literaturszene. Er hatte mehrere Karrieren und öffentliche Präsenzen, die sich gegenseitig ergänzten und zugleich sich auch ein wenig widersprachen. Socek war von Beruf Zahnarzt. Er hatte Medizin studiert und trat in den 50er Jahren der tschechoslowakischen Armee bei. In den Jahren 1954 und 55 hatte er in Nordkorea gelebt und dort als Armeezahnarzt gearbeitet. Socek hat sich ein Leben lang für die Fotografie interessiert und veröffentlichte auch ein Buch über Fototechnik. Er war ein großer Befürworter der Raumfahrt und der modernen Naturwissenschaften. Dadurch wurde er zu einem bekannten Wissenschaftskommentator, der häufig auch in Fernsehstudios arbeitete. Ähnlich wie in Deutschland der Journalist Günther Siefert war es in der TSSR Ludwig Socek, der am Tag der Apollo 11 Mondlandung als Kommentator im TV-Studio saß und über den berühmten Menschheitsschritt berichtete. Auf der anderen Seite war es Socek, der am Ende der 60er Jahre den Erstling von Erich von Däniken, Erinnerungen an die Zukunft, übersetzt hatte und so der tschechischen Öffentlichkeit zugänglich machte. Seine eigenen Sachbücher befassten sich auch überwiegend mit den ungelösten Rätseln der Welt, doch war sein Ansatz deutlich skeptischer und seine Bücher äußerten zunehmend starke Kritik an Däniken. Socek gilt auch als Begründer der tschechischen Science-Fiction-Fandom-Kultur. Gerade in seinen späten Jahren hielt er Science-Fiction-Fans dazu an, nicht nur für sich selbst Sci-Fi zu lesen, sondern örtliche Clubs und Vereine zu gründen und diese untereinander zu vernetzen. Der jährliche Ludwig-Preis für beste Science-Fiction-Beiträge wurde nach ihm benannt. Socek war nicht unumstritten. Er machte keinen Hehl daraus, dass er ein eifriger Marxist und Leninist war und sparte in seinen Sachbüchern nicht mit Lenin-Zitaten. Nach der Wende führte das zu häufigen Versuchen, mit ihm literaturhistorisch abzurechnen. Socek, der bereits 1978 verstorben war, konnte sich gegen allerlei Vorwürfe nicht wehren, und so waren es zahlreiche Autorenkollegen, die für ihn in der Presse die Lanze brachen und ihm einen unbescholtenen Leumund bescheinigten. Am berühmtesten wurden seine Science-Fiction-Romane, die sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreuten. Sein Schreibstil wurde gleichermaßen von Frauen wie Männern geschätzt und seine Romane waren alles andere als geekige Prosa, die sich nur für Jungs eignet. Hierzu trug vor allem seine Fähigkeit bei, lebendige Charaktere zu kreieren, die den kleinbürgerlichen Alltag der böhmischen Bevölkerung wiedergaben. Socek legte großen Wert darauf, dass seine Handlungspersonen keine überhöhten Helden waren, sondern Menschen wie du und ich, doch stets mit dem Herzen am richtigen Fleck. Seine Romane, insbesondere jene, die sich an die Jugend wandten, sind von seinem ausgeprägten Sinn für Humanismus geprägt und seiner Abscheu gegen Gewalt. Ein interessanter Widerspruch bei jemandem, der seine Karriere in der Armee gemacht hatte.
Wie ich ausgangs gesagt habe, war Soucek eine polarisierende Gestalt. Doch seine Neigung zum Pazifismus und zu humanistischen und vor allem säkularen Ideen ist von seinem belletristischen Werk nicht zu trennen. Dies wird in keiner anderen Geschichte deutlich als im Weg der blinden Vögel. An dieser Stelle muss ich nun kurz einen, wenn auch symbolischen Spoiler-Alarm aussprechen. Falls du aus welchen Gründen auch immer der Meinung bist, dass du diesen Roman dennoch eines Tages lesen wirst, dann solltest du nicht weiterschauen, denn hier wird bald mächtig gespoilert werden. Doch es ist eher wahrscheinlicher, dass dies hier die einzige Möglichkeit ist, etwas über Inhalt und Wesen dieser Bücher zu erfahren. Du hast nun die Wahl. Bevor ich nun zu einer Analyse des ersten Teils übergehe, möchte ich einige Worte über das Format von »Der Weg der blinden Vögel« eingehen. Denn hier bereits zeigt sich Soceks Gespür und Talent für das Kurzweilige. Der erste Teil der Trilogie erschien im Jahr 1964, Teil 2 folgte 1967 und Teil 3 kam im darauffolgenden Jahr 1968 raus. Die gesamte Trilogie ist nicht wie ein Roman geschrieben, stattdessen ist sie ein extrem frühes Beispiel für eine Mockumentary oder auch Doku-Fiction. Heute ist das ein beliebtes Format in Spielfilmen, gerade wenn es um Horror geht oder wenn ein Film nur mit einer kleinen Videokamera gefilmt wurde. Hier in diesen Büchern wird das Narrativ so gestaltet, dass Soucek selbst in der Handlung als der Redakteur einer eher kleinen Landwirtschaftszeitung auftritt, der die Protagonisten der Geschichte zu Hause oder an ihren Arbeitsplätzen besucht und mittels Mikrofon und Tonbandgerät über einzelne Abschnitte des Abenteuers in ihren eigenen Worten berichten lässt. Er präsentiert sich somit nicht als der Autor eines Romans, sondern als der Herausgeber einer Reihe aus Interviews, die hier nun gesammelt in Buchform erscheinen. Und dies ist eine extrem charmante und sehr gelungene Methode, die jeden Leser sogleich tief in den Mittelpunkt dieser äußerst rätselhaften Handlung zieht. Denn ungeachtet dessen, was sich in dieser Geschichte ereignet, erscheinen die Blickwinkel stets sehr intim und persönlich. Hierzu kommt, dass alle drei Bücher stark illustriert sind, nicht nur mit Zeichnungen, doch vor allem mit recht mysteriös anmutenden Schwarz-Weiß-Fotos, die stark der Idee förderlich sind, dass wir es hier mit einer wahren Geschichte zu tun haben. Auf vielen der Bilder ist kaum etwas Vernünftiges zu sehen, doch gerade dieser nur scheinbare Makel pflanzt in den Gehirnen der Leser umso stärker das Gefühl, man hat es hier mit einem sehr authentischen, geradezu greifbaren Mysterium zu tun. Ein Umstand, der zusätzlich dadurch verstärkt wird, dass die Handlung zu großen Teilen auf historischen und wissenschaftlichen Bausteinen aufgebaut ist, die einzeln auch tatsächlich nachprüfbar sind. Und dieses Vorgehen ist auch aus einem anderen Grund ziemlich gerissen. Denn der Weg der blinden Vögel beginnt äußerst harmlos und unspektakulär. Doch im Verlauf der Geschichte wird Soucek dem Leser die unglaublichsten und absurdesten Kehrtwendungen servieren. Da wir aber die Ereignisse stets durch die stark persönlichen Augen der vier Ich-Erzähler erfahren, bleiben für uns auch die größten Grätschen glaubwürdig. In diesem Interviewroman kommen aber nicht nur die vier Protagonisten zu Wort. Soucek schiebt immer wieder auch Transkripte von Gesprächen mit Historikern, Philologen und auch dem einen oder anderen beiläufigen Zeugen eines bestimmten Ereignisses dazwischen. Dies ist eine geschickte Methode, um große Mengen an Exposition in die Handlung einzubringen, ohne dabei die wesentlichen Protagonisten zu überlasten oder hölzern erscheinen zu lassen. Der Weg der blinden Vögel ist ein gut lesbares, einfach geschriebenes Buch, das sich für Leser ab 9 oder 10 Jahren eignet. Doch es ist zugleich eines dieser universellen Abenteuerbücher, die gerade unter Erwachsenen große Leserschaft gefunden hatten. Aus heutiger Sicht befremdlich muten gerade im ersten Band einige der kommunistischen Stellungnahmen an, insbesondere angesichts dessen, dass Soucek ein aktives Parteimitglied war und seine Äußerungen hier kein erzwungenes Zugeständnis an die Partei waren, sondern direkt vom Herzen kamen. Doch muss man mit dem Abstand der Jahre auch einsehen, dass Soceks Kritik am amerikanischen Imperialismus und der NATO sich historisch als sehr zutreffend erweist. Insbesondere angesichts dessen, dass dieses Buch 1964 geschrieben wurde, also in einer Zeit, in der eine dem Zweiten Weltkrieg geschuldete Amerika-Euphorie bei vielen Menschen die Kritikfähigkeit gegenüber den USA lähmte. Nun aber endlich zur Handlung. Die Geschichte beginnt mit Dr. Jiří Kameník, einem Chirurgen und Notfallarzt. Dr. Kameník ist auf den ersten Blick ein gutmütiger und leicht kleinbürgerlicher Charakter, der etwas vereinsamt anmutet und in einem Prager Krankenhaus Nachtschichten schiebt, während seine jüngeren Kollegen, wie er selbst sagt,
abends lieber diesen Madison oder Twist tanzen. Wir befinden uns eben in der Tschechoslowakei in der Mitte der 60er Jahre. Eines Tages wird bei ihm ein ausländischer Patient eingeliefert. Der fremde Mann ist Isländer, ebenfalls Doktor, doch nicht der Medizin, sondern der Psychiatrie. Während seiner Zugreise nach Wien, wo er an einem Fachkongress teilnehmen wollte, war sein Blinddarm durchgebrochen. Am Prager Bahnhof trug man ihn bereits auf einer Trage aus dem Zug. Dr. Kamenik operiert den Reisenden und besucht ihn neugierig in der Reha. Der Unbekannte heißt Gudmundur Bjelke und arbeitet in Reykjavik als Therapeut. Die beiden sprechen genug Deutsch und genug Englisch, um sich miteinander zu verständigen. So erfahren wir auch, dass Dr. Kamenik ein sehr leidenschaftliches Hobby hat, das Sammeln von Käfern. Er ist sozusagen ein Hobbyentomologe. Zu seinem Spezialgebiet gehören jene für den Laien eher unscheinbaren Käferarten, die nur unterirdisch in Höhlensystemen leben. Man beginnt also zu ahnen, dass Dr. Kamenik nicht ganz so der fade Spießer ist, wie anfangs angenommen. Er ist ein erfahrener Speleologe, der bereits in zahlreichen Höhlensystemen Europas geklettert und gestiegen war. So nutzt er seine Urlaubserlebnisse und unterhält den Patienten mit einigen speleologischen Anekdoten. Der noch etwas kränkelnde Bjelke erzählt ihm im Gegenzug von einem guten Freund, den er auf Island hat und der dort ein namhafter Bergführer und Bergsteiger ist. Er verspricht Dr. Kamenik, dass er seinen Bergführerfreund nach der Rückkehr auf Island kontaktieren wird, damit dieser für Kamenik irgendwelche interessanten Käferarten aus Island schickt. Dr. Kamenik nimmt das nicht für bare Münze und betont in seinem Bericht, wie sehr Leute in Krankenhäusern gerade am Ende ihrer Krankenepisoden oft voller Dankbarkeit gegenüber dem Arzt sind, doch eine Woche später ist alles bereits wieder vergessen. Doch in diesem Fall kommt es anders. Wenige Monate nach seiner Entlassung aus dem Prager Krankenhaus übersendet Dr. Bjelke aus Island ein Paket an Kamenik mit gesammelten Käfern, säuberlich nach Fundorten sortiert. Ein Fundplatz dominiert hier die Sammlung. Der Vulkanberg Snæfellsjökull. Und an dieser Stelle doziert er gegenüber dem Journalisten Socek eine Weile über seine seltenen Lieblingsgattungen unter den Höhlenkäfern, die sogenannten Leptoderine, und betont, dass diese so rar sind, dass man noch nie zwei verschiedene Arten im selben Höhlensystem gefunden hatte. Doch hier scheint es zwei unterschiedliche Arten der Leptoderine zu geben, die beiderlei im Inneren von Snæfells gefunden wurden. Dies gibt Kamenik Rätsel auf, doch er tut es letztendlich als menschlichen Fehler ab und geht davon aus, dass Leif Torgun, der besagte isländische Bergführer, einfach nur einen Fehler bei der Zuordnung der Käfer zu ihren Fundorten gemacht hatte. Die Päckchen aus Island führen dazu, dass Dr. Kamenik mehrere Fachartikel über Höhlenkäfer in einer entomologischen Fachzeitschrift publiziert. Und das Nationalmuseum bittet ihn, seine neuen Exemplare der entomologischen Ausstellung zu leihen. Du fragst dich an dieser Stelle sicherlich, wie das hier ein Science-Fiction-Roman werden soll. Doch wir haben kaum den Prolog hinter uns. Das hier ist eines dieser Bücher, die klein anfangen und später den Leser vollständig absorbieren. Zwischen dem Tschechen Kamenik und dem Isländer Bjelke entsteht eine stetige Korrespondenz und die beiden schicken sich eine Weile Bilderbücher und Souvenire hin und her. Bis eines Tages Bjelke, diesmal gänzlich gesund, bei Dr. Kamenik vor der Tür steht. Unterwegs zu einer Präsentation irgendeiner neuen ärztlichen Technologie hatte er sich ein paar Tage freigenommen, um seinen tschechischen Freund in Prag zu besuchen. Hier passiert dann eine seltsame kleine Begebenheit, die jedoch einen großen Effekt auf das Leben beider Männer haben soll und letztendlich auf das Leben der gesamten Menschheit. So nimmt an einem Abend Dr. Kamenik seinen isländischen Freund in das Restaurant Nebosisek auf dem Laurenziberg auf Tschechisch Petzin. Das Restaurant hat eine große Terrasse, die wunderbar vorgelagert über der Moldau ragt und einen der besten Ausblicke auf die Stadt bietet. In dieser fast feierlichen Atmosphäre bedankt sich Dr. Kamenik bei Dr. Bjelke für all die Mühe mit den Käfern und den Paketen. Der eher pragmatische Isländer winkt nur ab. Das sei doch alles kein Problem. Er, Kamenik, soll doch lieber ein Buch über Höhlenkäfer schreiben und Bjelke würde dafür sorgen, dass es auch ins Isländische übersetzt wird und in Reykjavik erscheint. Dr. Kamenik lehnt dankbar ab und argumentiert, dass dies ein wenig unehrlich wäre, wenn er über isländische Fauna schriebe, ohne jemals dort gewesen zu sein. Da wäre er dann fast wie Jules Verne, der ein ganzes Buch über Island schrieb, nämlich »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde«, ohne jemals dort gewesen zu sein. Bjelke stutzt an dieser Stelle. »Lieber Jiri«, sagt er, und er nennt ihn so, da er das tschechische Jiri nicht aussprechen kann. »Lieber Jiri, du stellst immer dein Licht unter den Scheffel.
Und die Sache mit Jules Verne, da hast du auch nicht recht. Ich weiß genau, dass Verne auf Island war. Dr. Kamenik gibt dieser Behauptung keine Ruhe. Jules Verne war, wie so oft in der Tschechoslowakei, ein fester Teil seiner Kindheit gewesen und Kamenik hält sich ein wenig für einen Kenner der Materie. So besorgt er bald nicht nur eine Antiquariatsausgabe von Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde, sondern auch mehrere biografische Bücher über den französischen Visionär. Bjelke lässt das alles ruhig. Er macht sich nur den Spaß, Kamenik eine kurze Inhaltsangabe des berühmten Romans machen zu lassen. Die meisten von uns kennen ja die Geschichte. Der exzentrische Professor Lidenbrock und sein dauerhaft besorgter Neffe Axel reisen nach Island, nachdem sie die mittelalterliche Notiz eines gewissen Arne Sagnus empfinden. Auf dessen Spuren entdecken sie eine Höhle, die schließlich in die Tiefen der Erde führt. Dort begegnen sie Gefahren und Ungeheuern, aber auch riesigen Champignonpilzen, ja sogar seltsamen Steinzeitmenschen und schaffen es schließlich, mit dem nackten Leben zu entkommen. Bjelke fragt Kamenik, und sie waren nur zu zweit da unten unter der Erde? Kamenik sagt darauf, du hast vollkommen recht, wie unhöflich von mir ausgerechnet, den Skandinavier in dieser Geschichte zu vergessen, den Reisebegleiter Hans. Bjelke fragt erneut nach, und weißt du, wie dieser Hans mit vollem Namen hieß? Kamenik beginnt im Roman zu blättern, um schließlich voller Erstaunen festzustellen, dass der Führer der beiden Forschungsreisenden mit vollem Namen Hans Bjelke heißt. Jules Vernes Romanfigur hat also denselben Namen wie Dr. Bjelke. Der Isländer erzählt nun Kamenik über seinen Großvater Hans Bjelke, der angeblich nicht so ganz der stark stilisierten Beschreibung im Roman entsprach und zum Beispiel kein dänischer Eiderjäger war, sondern ein Landvermesser auf Island. Dass er eines Tages der Reiseführer des berühmten französischen Schriftstellers war, sei in der Bjelke-Familie kein großes Geheimnis. Es gäbe auch ein gemeinsames Foto, das Hans Bjelke mit Jules Verne zeigt. Allerdings hätte nach Jules Vernes Abreise die Gesundheit von Hans nachgelassen und er hatte seine verbleibenden Jahre in einer Fischfabrik gearbeitet. Für Dr. Kamenik stellt dies einen befremdlichen Widerspruch dar. Er beginnt sämtliche Jules Verne-Biografien zu studieren, denn er kann nicht verstehen, weshalb die Reise des Franzosen ausgerechnet nach Island keine einzige Erwähnung durch seine Biografen findet. Nicht minder verwunderlich ist das kleine Detail, dass in Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde der Einstieg ins Erdinnere über den Vulkan Sneffels stattfindet, also jenes Gebiet, aus dem der Bergführer Leif Torgun die ungewöhnlichen Leptoderinkäfer, die es gar nicht geben durfte, an Dr. Kamenik geschickt hatte. Dr. Kamenik bemerkt an dieser Stelle, dass beide Geheimnisse zusammenhingen, hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Dr. Kamenik und Dr. Bjelke rufen damit die Aktion Verne und Island ins Leben und widmen sich fortan der Aufgabe, Jules Vernes Geheimnis aufzuklären. An dieser Stelle lernen wir die Fotografin Alena Kralova kennen. Alena hatte schon Monate zuvor im Auftrag des Nationalmuseums die Käfersammlungen von Dr. Kamenik für diverse Publikationen fotografiert und war gerade im Begriff, nach Frankreich zu fahren, um dort irgendeinen fotografischen Auftrag zu übernehmen. Dr. Kamenik kontaktiert sie und bittet sie, ob sie denn nicht einen Abstecher in das Jules Verne Museum in Amiens machen könnte, in der Hoffnung, dass sich dort irgendein Anhaltspunkt dafür findet, weshalb Jules Verne seinen Aufenthalt auf Island für die Nachwelt geheim halten würde. Und so folgen wir erstmal den Spuren der Fotografin, die an einer Stelle betont, dass sie diese Jules Verne-Geschichte zwar nicht besonders interessiert, aber sie Dr. Kamenik zu reizend findet, um ihm etwas abzuschlagen. Sie erwartet auch nicht, dass bei diesem Abstecher etwas Relevantes herauskommt. Doch da irrt sie sich. Ohne an dieser Stelle auf zu viele Details einzugehen, bekommt Alena Kralova für kurze Zeit die originalhandgeschriebenen Tagebücher von Jules Verne in die Hand und entdeckt, dass ausgerechnet jene Seiten, die mit der vermeintlichen Reisezeit des Franzosen nach Island zusammenfallen, aus dem Tagebuch wohl entfernt wurden. Sie ist aber auch eine Expertin für Infrarotfotografie und beginnt, die umliegenden Seiten des Tagebuchs nach entsprechenden Spuren abzusuchen. Hier findet sie schließlich Beweise dafür, dass Jules Verne tatsächlich einige Seiten aus seinem Tagebuch herausgerissen und aus den verbleibenden Seiten einige Zeilen herausradiert und überschrieben hatte. Doch die wahre Botschaft, sichtbar in den Infrarotaufnahmen, lässt keinen Zweifel daran, dass Jules Verne ein altes Stück Pergament gefunden hatte, das ihn so sehr faszinierte, dass er nach Island gereist war, doch im Nachhinein beschloss, alle Spuren dieser Reise zu tilgen. Für Bjelke ist die Konsequenz dieser Erkenntnisse klar. Die beiden Freunde würden in seine Heimat nach Island reisen müssen, um vor Ort zu versuchen, das Rätsel zu lösen. Für Dr. Kamenik ist die Idee, er würde nun nach Island gehen und sich dort auf die Spuren von Jules Verne begeben, erstmal etwas absurd.
Wer würde ihn im Krankenhaus vertreten und überhaupt all diese Kosten? Nun übernimmt Dr. Bjelke die Initiative. Er kontaktiert den isländischen Botschafter in Prag, einen gewissen Herrn Lundborg, den er am Telefon allerdings familiär Knut nennt, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Der erste einführende Abschnitt des Romans ist hier zu Ende, denn wir verlassen nun die Welt der Prager Wohnungen und die Welt der verstaubten Antiquariatsbücher und begeben uns nach Island. Hier lernen wir endlich den wortkargen Bergführer Leif Torgung kennen, der in der ganzen Romanreihe ungefähr 20 Sätze sagt, aber mehrmals allen Beteiligten das Leben retten wird. Und die Fotografin Alena Kralova ist auch dabei, um die Ereignisse entsprechend zu dokumentieren. Auf Island angekommen, gilt das erste Reiseziel natürlich dem enigmatischen Vulkanberg Snæfellsjökull. Unser Quartett muss erstmal unter der Führung von Leif Torgun den Berg bezwingen und über einen seiner Pässe in das Innere des Kraters herabsteigen. Der Plan sieht vor, dort ein Zeltlager aufzuschlagen und die Region erstmal unter den neuen Gesichtspunkten auszukundschaften. Hier leistet sich Socek massive kreative Freiheiten bezüglich der Schilderung des Snæfellsmassivs, der im Buch als eine recht gefährliche, mühsame und tückische Kletterpartie dargestellt wird. Snæfellsjökull ist in Wirklichkeit ein relativ flaches Gebilde, das über Wanderwege im Grunde von jedem bestiegen werden kann. Im Inneren des flachen und geräumigen Vulkankraters schlägt die kleine Expedition ihre Zelte auf und beginnt am nächsten Tag mit der Erforschung. Hier bedient man sich auch des Originaltextes in Jules Vernes Buch. Im Roman findet Professor Liddenbrock im Buchrücken einer uralten Ausgabe der isländischen Sage Heims Klingla ein Runenfragment von Arne Saknussemm. Dieses besagt in einem verhunzten Kirchenlatein: In Snæfellsjökulls kraterem kem delibat umbras cartaris Juli intra calendas descende, audas ujator te terrestre centrum attinges, quod feci Arne Saknussemm. Wer im Snæfellsjökull, welchen der Schatten des Skartaris vor dem 1. Juli liebkoset, steigt, gelangt zum Mittelpunkt der Erde, wie ich es getan habe, Arne Saknussemm. Mit Hilfe eines Sextanten berechnen die Forscher den entsprechenden Sonneneinfall und stehen schließlich vor einem Höhleneingang. Nun stellt sich allerdings heraus, dass dieser Eingang nicht unbedingt ein Geheimnis ist. Der Bergführer Leif Torgun erklärt, dass es in der Vorhalle dieser Höhle war, wo er die besagten Käfer gesammelt hatte, die dann von Bjelke nach Prag geschickt wurden. Der Höhlenraum sei eigentlich seit Jahrhunderten bekannt und trage den folkloristischen Namen »Die Öffnung des heiligen Patrick«, benannt nach dem berühmten irischen Missionar. Um die Höhle ranken sich einige düstere Sagen und Legenden, die auf Island so zahlreich sind. Begünstigt insbesondere durch die Tatsache, dass im hinteren Ende des Höhlenraums sich eine senkrechte Öffnung befindet, in der man aus tiefer Ferne Wind oder Wasser leise dröhnen hört. Leif Torgun erklärt allerdings, dass die Höhle nie allzu viel erforscht wurde, da die Isländer den Eingang eher meiden und ihn de facto für verflucht halten. Die vier beginnen nun, die Felsenhalle zu untersuchen. Sie stellen dort Lampen auf, bringen fotografisches Gerät herein und so entdecken sie den ersten blinden Vogel. Das Buch heißt eben Der Weg der blinden Vögel. Es ist mehr als eine Kreidezeichnung. Das Ganze wirkt, als hätte man es in den Felsen hineingestanzt oder mit irgendeiner Art von Beton ausgegossen. Das Bildnis scheint nicht wirklich ein Vogel zu sein und erinnert mehr an etwas Urzeitliches. Doch die Abwesenheit von Augen auf dem Kopf des Tiers verleitet die Forscher, das Gebilde als einen blinden Vogel zu bezeichnen. Die Darstellung befindet sich hoch über dem Boden in einer Ecke des Höhlenraums und wurde Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte von allen übersehen. Mit Mühe gelingt es Dr. Kamenik, hochzusteigen und mit seinem Messer ein Stück der Substanz, aus der das Bild besteht, herauszukratzen. Anschließend beschäftigt man sich mit der besagten schmalen Öffnung am Ende der Halle. Kamenik lässt sich von Leif Torgun am Seil sichern und steigt mehrere Meter hinein. So ein günstiger Zufall, dass von den vier Sonntagsforschern einer ein erfahrener Bergführer ist und der andere ein langjähriger Speleologe. Das ist ein wenig wie der Marsianer, als man erfährt, dass der Protagonist ein Botaniker ist. Der Zauber eines guten Romans besteht eben darin, das Unwahrscheinliche so aneinander zu reihen, dass es dem Leser plausibel erscheint. Kamenik seilt sich also einige Meter tiefer und entdeckt auf einem Felsblock einige eingekratzte Runen. Einige Meter darunter stößt er auf die Darstellung des zweiten blinden Vogels. Er will sich noch weiter in den fast endlos anmutenden Schacht herabseilen, doch seine Gefährten protestieren und so wird die erste Erkundung beendet. Sie beschließen, am nächsten Tag tiefer zu steigen und nach Hinweisen von Jules Vernes Anwesenheit zu suchen. Doch es kommt anders.
Am nächsten Morgen mutet das Zeltlager mehr wie ein Lazarett an. Alena Kralova hat eindeutig eine Grippe mit Fieber. Auch die anderen fühlen sich eher miserabel. Mittags wird beschlossen, die Expedition abzubrechen und mit Bjelkes Auto, das bei der Tankstelle jenseits der Ostseite des Vulkans geparkt ist, zurück nach Reykjavik zu fahren. Doch die Rückkehr wird zu einer Kraftprobe für alle Beteiligten. Die körperliche Verfassung von Kamenik und Alena verschlechtert sich. Am Ende ist es der hünenhafte Leif Torgun, der unentwegt die gesamte Ausrüstung vorausträgt, dann zurückkehrt und seinen Freunden Abschnitt für Abschnitt immer weiterhilft. Nach einigen Tagen Bettruhe bei Bjelkes Mutter kehren die Kräfte der Beteiligten langsam zurück. Insbesondere bei den beiden Tschechen, die von der heftigen Grippe stärker als Bjelke und Torgun getroffen wurden. Als es Alena Kralova nicht mehr im Bett aushält und im Badezimmer der Wohnung eine provisorische Dunkelkammer aufbaut, um die ersten Filme zu entwickeln, stellt sie überrascht fest, dass keines der Bilder aus der Höhle etwas geworden sind. Bjelkes Reaktion überrascht alle. Wortlos zieht er sich an und bittet Leif Torgun, ihn zu begleiten. Die beiden stürmen ohne Erklärung aus dem Haus. Sie kehren erst in der Nacht zurück, Bjelke gänzlich erschöpft. Er erklärt Kamenik und Alena Kralova, dass Leif und er zurück zum Sneffels gefahren und erneut in den Krater gegangen sind. Doch diesmal mit etwas anderer Ausrüstung, mit einem Geigerzähler. Und ja, der gesamte Vorraum ist beachtlich mit Radioaktivität verseucht. Es sind gerade die Gebilde von den blinden Vögeln, deren Material die Quelle der Strahlung ist. Nun folgt eine ausführliche Unterhaltung und Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Kamenik ist der Meinung, es wäre an der Zeit, die Entdeckungen der Öffentlichkeit mitzuteilen. Doch Bjelke ist skeptisch. Er weist darauf hin, dass Island nun Mitglied der NATO sei und nur auf der anderen Seite der Bucht befindet sich der NATO-Stützpunkt Keflavik. Was immer man in dieser Felsenhalle entdeckt hatte, es wäre besser, niemand erführe darüber gar nichts. Leif Torgun würde am nächsten Tag eine Kiste Dynamit besorgen. Die beiden würden anschließend zurück in den Krater gehen und den Höhleneingang sprengen. Dem widersprechen Alena und Kamenik. Sie sind beide der Meinung, dass die Wahrheit und das Wissen um diese Geheimnisse Vorrang haben und sie zuerst die restlichen Antworten finden müssen, bevor sie eine solche Entscheidung fällen. Ohnehin dürfte es mit Hilfe gewisser Vorkehrungen und dem Geigerzähler möglich sein, übermäßiges Aussetzen der Radioaktivität zu vermeiden. Hier ist es auch, als Dr. Kamenik als erster die Vermutung ausspricht, dass die blinden Vögel möglicherweise mit etwas zu tun haben, das nicht von dieser Welt ist. Etwas unwillig stimmt Bjelke dem Plan zu, doch erstmal kommt wieder alles anders. Schon am nächsten Morgen wird er von der Polizei aufgesucht. Zuerst glaubt er daran, dass seine nächtliche Raserei aufgefallen ist, aber schon bald stellt sich heraus, dass da mehr dahinter steckt. Er findet sich in einer richtigen Verhörsituation wieder, ausgeführt von einem isländischen Inspektor, dem der Sachverhalt sichtlich peinlich ist, doch der hier nur als verlängerter Arm auftritt. Das Sagen im Raum hat ein weitgehend stummer Mann, der während des Verhörs am Fenster steht und sich nur einsilbig in die Unterhaltung einmischt. Es stellt sich heraus, dass er ein Vertreter des CIC ist, des damaligen amerikanischen Geheimdienstes der Armee. Bjelke und Leif Torgun stehen im Verdacht, einer Spionageaktivität nachzugehen und möglicherweise kommunistische Agenten der Tschechoslowakei zu unterstützen. Doch gleichzeitig ist Dr. Bjelke zu prominent innerhalb der isländischen Gesellschaft, sodass das Verhör letztendlich ins Leere verläuft. Bjelke ist von diesem Erlebnis sichtlich schockiert und berichtet darüber bewegt seinen Freunden, beschämt von der Tatsache, dass so etwas in seinem Island überhaupt möglich ist. Die Reaktion von Dr. Kamenik schockiert ihn noch mehr. Vielleicht ist es besser so, meint der Arzt. Vielleicht mischen wir uns in Sachen ein, die nicht unsere Kragenweite sind. Leif Torgun und Alena Kralova sind ebenfalls von diesem Gesinnungswandel erstaunt und Ärger macht sich breit. Doch als Kamenik für einen Augenblick mit Bjelke allein ist, packt er diesen an den Schultern. In Wirklichkeit ist er der Meinung, dass nun die Zeit ist zu handeln. Doch für jenes Vorhaben, das ihm vorschwebt, kann er es nicht verantworten, Alena und Leif mit hineinzuziehen. Nur Bjelke und er müssen alleine zum Sneffels zurück und dort so viele Informationen wie nur möglich über den rätselhaften Fund sammeln und diese dann vielleicht aus dem Land schmuggeln und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Doch hierbei werden sie riskieren, als Kriminelle oder Spione behandelt zu werden. Und so machen sich die beiden heimlich davon und lassen ihre Freunde Alena und Leif ahnungslos zurück. Doch die Fotografin und der Bergführer erkennen relativ schnell, was passiert ist.
Bjelke hatte natürlich sein Auto, ein Borgward Isabella, von ihm liebevoll Easy genannt, genommen. Leif und Alena schnappen sich einen Bus. Hier geraten sie sogar in eine NATO-Straßenkontrolle, was nicht ohne Herzklopfen auskommt, da Alena den Karton mit den Dynamitstangen auf den Knien hat. Kamenik und Bjelke finden inzwischen heraus, dass die Amerikaner eine ganze Patrouille in das Sneffels-Gebiet abkommandiert haben, und so warten sie auf den Schutz der Nacht, um sich an den Soldaten vorbeischleichen zu können. Zu der unübersichtlichen Situation gesellt sich der Mistur, ein heftiger Sandsturm, der jegliche Sicht unmöglich macht. Dies ist ein Element, das Socek bei Jules Vernes Roman abgeschaut hat. Am Ende geht alles gut und alle vier begegnen sich inmitten des Sturmwetters im Inneren des Vulkankraters, während am äußeren Rand ahnungslos NATO-Soldaten schwirren. Und so bleibt den Helden nichts anderes übrig als die Flucht nach vorne. Sie begeben sich zurück in den Felsenraum und beginnen bewaffnet mit einem Geigerzähler den Abstieg in den tiefen Schacht. Hier passiert bald allerdings das erste Missgeschick. Leif tritt auf eine lose Felsplatte und stürzt in den Abgrund. Er wird von Dr. Kamenik am Seil gesichert. Handflächen werden blutig geschürft, doch am Ende sind wieder alle zusammen. Nur mit einem eher angeschlagenen Leif Torgun, der eindeutig eine Gehirnerschütterung hat. Doch zum Glück ist ein Arzt an Bord. Am Ende des Schachts erwartet sie leider kein Vorankommen. Sie sitzen dort unten fest mit langsam ausbrennenden Fackeln und müssen feststellen, dass, falls sie ein Durchgang mal bestanden hatte, dieser längst verschüttet wurde. Sie finden aber Hinweise darauf, dass dieser Zustand behoben werden könnte. Man könnte sich den Weg freisprengen. Denn zum Glück hat man Dynamit dabei. Am Ende beschließt man es zu riskieren. Für die Beteiligten steht zu viel auf dem Spiel. Sie verstecken sich in einer sicheren Felsnische, während an betreffender Stelle einige Stangen Dynamit platziert werden. Das Vorhaben gelingt und der Weg ist frei. Die vier kriechen durch eine schmale Passage zwischen den Felsen und erstarren vor Überraschung, denn sie blicken auf einen sanft beleuchteten Felsendom, in dessen Mitte Gestalten stehen und sie anstarren. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die besagten Gestalten nur Figuren sind, gemacht aus einem seltsamen Kunststoff. Ein wenig, als befände man sich in einem Wachsfigurenkabinett. Die Gestalten stellen authentische Bewohner von Island dar, aus einer Zeit gut 1000 Jahre zuvor. Einige der Figuren sind sogar unvollendet, als hätte man mittendrin aufgehört. Noch faszinierender ist die Quelle des Lichts. Am Ende des riesigen Höhlensaals befindet sich eine Art Fenster im Fels. Es wird schnell deutlich, dass von der Außenseite dieses Fenster nicht sichtbar ist und lediglich wie ein Fels aussieht, während es von der Innenseite transparent ist und einen Ausblick auf den kalten Atlantik bietet. In dem Felsendom finden die vier auch einen seichten See, der voller Salzwasser ist. Es wird schnell deutlich, dass es von hier auch einen Ausgang geben muss, direkt zum Meer. Am Rande des kleinen Sees befindet sich auch ein uraltes, verrottetes Paddelboot. Unweit davon finden die Forscher im Sand die Flasche. Ja, so wie der Leser beklagt auch Dr. Bjelke an dieser Stelle, dass man vor lauter Aufregung Jules Verne vergessen hatte, ohne den sie alle niemals hier angekommen wären. In der mit Wachs verschlossenen Weinflasche finden sie also einen handgeschriebenen Brief des berühmten Franzosen, in dem Jules Verne erklärt, wie er einst in einer Bibliothek ein Runenpergament gefunden und diese geheime Botschaft ihn im Juli 1861 bis hierher an dieser Stelle geführt hatte. Sein Fremdenführer Hans sei gänzlich krank geworden und hinter einem der Seiteneingänge des Felsendoms befänden sich Dinge so seltsam und von so rätselhafter Natur, dass es besser sei, niemand fände sie, denn es sei nicht auszudenken, was geschehen könnte, wenn dieses Wissen in die falschen Hände fiele. Und so folgt eine weitere Beratung unserer Forscher. Kamenik ist der Meinung, dass man unbedingt dem Hinweis von Jules Verne folgen müsse, um herauszufinden, von welchen rätselhaften Dingen in seinem Brief die Rede ist. Doch zugleich wird deutlich, dass es nur eine Priorität geben kann, und zwar dafür zu sorgen, dass über dem Geheimnis von Sneffels nicht ein Deckmantel aus militärischer Verschwiegenheit geworfen wird. Bjelke, demoralisiert von seinem Verhör, hegt Zweifel, ob die Zeitungsredaktionen in Reykjavik wirklich das Richtige machen würden, konfrontierte man sie mit diesen neuen Informationen. Hier ist es plötzlich der ansonsten schweigsame Leif Torgun, der einen überraschenden Vorschlag macht. Er selbst sei Mitglied der Kommunistischen Partei von Island und Mitarbeiter der Zeitung Þjóðviljinn, eine Seite, die an ihm selbst der lange befreundete Bjelke nicht gekannt hatte. An dieser Stelle des Romans bricht Ludwig Soceks Marxismus gänzlich ungebremst hervor. Ich fand diese Passagen früher sehr problematisch. Doch zur gleichen Zeit finde ich, dass Soceks Einschätzung der amerikanischen Außenpolitik mit all ihrer Arroganz und unaufhaltsamer Ausbreitung mittels militärischer Standorte sehr gelungen ist.
Dieses Buch wurde in der Mitte der 60er Jahre geschrieben und blickt man heute, 50 Jahre später, auf die Weltgeschichte zurück, so lässt es Soceks kommunistische Anwandlungen in einem etwas milderen Licht erscheinen. Ein Anti-Amerikanist war Socek allerdings nicht. Das wird im dritten Teil der Trilogie deutlich, wo er einen Amerikaner in den Mittelpunkt der Handlung stellt und diesen als einen Menschen von makelloser moralischer Integrität porträtiert. Dazu also später mehr. Aus historischer Sicht mag Soceks kommunistisches Faseln wenig entschuldigbar erscheinen. Und doch muss man ihm auch zugestehen, dass er hierbei sehr ideologiebefreit vorgeht. Dass die drei Kommunisten im Raum, also Kamenik, Kralova und überraschenderweise der Bergführer Torgun, schließlich auch den eher bürgerlich-liberalen Bjelke auf ihre Seite ziehen, hat zwar ein Geschmäckle, doch letztendlich ist auch eine andere Lesung dieser Vorgänge denkbar. Hier an dieser Stelle stellt der Kommunismus keine Doktrin und keine Ideologie dar. Er ist ein Platzhalter für ein höheres Gut. Die Rede ist von Freundschaft, die Rede ist von Zusammenhalt. So entsteht dort unter der Erde ein waghalsiger Plan. Leif Torgun und Alena Kralova sollen mit all ihren Daten und Fotos über den kurzen Seekorridor nach draußen schwimmen. Torgun kennt die Gegend gut und weiß, dass sich nur wenige Kilometer vom Strand entfernt eine Busstation befindet. Von da gilt es unbemerkt nach Reykjavik zu kommen, in die Redaktion der ultralinken Zeitung Þjóðviljinn. Kamenik und Bjelke sollen dagegen im Höhlensystem die Stellung halten und zugleich den letzten Hinweisen von Jules Verne nachgehen. Die Handlung teilt sich hier erneut in zwei Stränge auf. Wir folgen zuerst Alena und Leif, die mit etwas Mühe durch die kurze Unterwasserpassage nach draußen schwimmen und dort auf dem Strand hastig und vor Kälte zitternd ihre trockene Kleidung auspacken und anziehen. Hier muss man erneut betonen, dass diese Beschreibungen sich in keinster Weise mit der Topographie des Snæfells-Vulkans decken. Soček ist, ähnlich wie Jules Verne, auch nie auf Island gewesen. Hierin liegt sicherlich eine gewisse ideologische Ironie, denn Soček hat ein ganzes Leben lang unter der eingeschränkten Reisefreiheit der Kommunisten gelitten, die für ihn, der ein Offizier der Armee war, verstärkt galt. So ist bekannt, dass Soček, der gut Englisch und Deutsch sprach, und Lars, seine lebenslange Partnerin und Ehefrau Dagmar Sočková, häufig auf Reisen ins Ausland schickte, um dort Sachbücher und Zeitschriften einzukaufen. Und obwohl Snæfells in diesem Roman gänzlich überzeichnet ist und in Wirklichkeit eine relativ harmlose Schildform hat, muss man angesichts der etwas ungünstigen Informationslage, der Soček unterworfen war, auch loben, dass er wiederum das Alltagsleben auf Island in sehr realistischen und glaubwürdigen Zügen gezeichnet hatte. Als sich Leif Torgun und Alena auf dem Weg zur Bushaltestelle befinden, ereignet sich plötzlich etwas Unerwartetes. Die Erde scheint zu beben und ein Gipfelabschnitt des Snæfells-Massivs wird geradezu weggesprengt. Für kurze Zeit glaubt Alena, dass der Vulkan zum Leben erwacht ist. Doch was folgt, ist eine waschechte UFO-Sichtung. Eine silberne Scheibe löst sich vom Berg und steigt mit wachsender Geschwindigkeit zum Himmel hoch, bis sie verschwindet. Der Bergführer und die Fotografin eilen schockiert zur Bushaltestelle. Nur wenig später sehen sie auf der anderen Seite der Bucht in Keflavik die Militärjets aufsteigen. Die Handlung wendet sich nun den beiden Doktoren Kamenik und Bjelke zu, die allein in dem großen Felsendom zurückgeblieben waren. Die Geschichte setzt hier also an der Stelle an, als Leif und Alena ins Wasser gegangen waren, um nach draußen zu schwimmen. Wir erleben dieselbe Zeitspanne nun durch die Augen der beiden Forscher. Der Isländer und der Tscheche brechen unverzüglich auf und suchen nach dem Durchgang, den Jules Verne in seiner Flaschenpost angesprochen hatte. Sie finden schon bald den Zugang zu einem seltsamen nächsten Raum, der mit riesigen Felsbrocken gefüllt ist. Die Durchquerung gestaltet sich als schwierig, doch am Ende stehen sie auf einer stabilen Terrasse, verunsichert darüber, ob sie nach links oder rechts gehen sollen. Sie teilen sich auf und beschließen, sich in wenigen Minuten wieder an dieser Stelle zu treffen. Bjelke findet auf seiner Gehstrecke schon bald eine alte Zigarrenschachtel der Marke Maria Mancini Extra, ein sicherer Hinweis darauf, dass sie sich noch immer auf den Spuren von Jules Verne befinden. Bjelke erkennt plötzlich Licht, das aus einem Durchgang dringt, und geht darauf zu. Hier stößt der Isländer schließlich auf jenes Geheimnis, von dem Jules Verne in seinem Erklärungsbrief sprach. Der Raum verfügt über eine Art Großbildschirm, der eine ganze Wand abdeckt. Hier kann man seltsame Abläufe und Prozesse beobachten, die von Soček detailliert beschrieben werden. Rätselhafte Lebewesen, die entstehen und eingehen, Tiere, die man nur als fliegende Tintenfische bezeichnen kann, doch auch seltsame, karge Gebilde, die an Bäume erinnern. Bjelke ist von den mysteriösen Vorgängen und Darstellungen gänzlich hypnotisiert. Nach einer Viertelstunde reißt er sich aus den Gedanken und eilt zurück zum vereinbarten Treffpunkt, um Dr. Kamenik zu holen. Doch der ist nicht da.
Bjelke hastet mit der Fackel in der Hand jene Strecke entlang, die Kamenik genommen hatte. Er ruft nach ihm. Als er die Fackel über den Kopf hält, gefriert sein Blut in den Adern. Er hat eine Begegnung mit etwas, das ihn lähmt und schockiert. Es ist eine Art schwarzes, fast kugelförmiges Ungetüm, das über den Boden schwebt und eine Art Tentakel hat. Gleichzeitig schlägt Bjelkes Geigerzähler wie verrückt aus. Doch das seltsame Monster greift Bjelke nicht an. Es beginnt sich eher zu verflachen, als ließe es Luft aus dem Inneren aus und verschwindet dann in einem Felsspalt. Bjelke rennt in Panik weiter und findet schließlich den bewusstlosen Dr. Kamenik. Dieser erwacht bald und erzählt Bjelke benommen, dass ihn der fliegende Tintenfisch nicht wirklich verletzen wollte, sondern scheinbar nur eine Art Stromschlag austeilt. Bjelke erzählt Kamenik von dem rätselhaften Kinosaal und der tschechische Doktor ist begierig, das Phänomen mit eigenen Augen zu sehen. Sie eilen dorthin zurück. Hier beobachten sie gemeinsam die Vorgänge auf dem riesigen Bildschirm und versuchen sie zu deuten. Dr. Kamenik untersucht auch eine Art Pult oder Kontrolleinheit mit zahlreichen Schaltern. Er glaubt nach einer Weile zu verstehen, wie die Knöpfe funktionieren. Er hält sie für eine interaktive Darstellung der chemischen Elemente. Um seine Theorie zu überprüfen, beginnt er recht fahrlässig an den Knöpfen herumzuspielen. Er ist eben nur ein Mensch, mal ehrlich. Wir spielen in solchen Situationen immer an den Knöpfen herum. Was dann folgt, kann man sich an dieser Stelle denken. Ferner Lärm und vibrierende Felsen. Über Anzeigen auf dem Schalttisch können die beiden erkennen, dass sie es geschafft haben, eine Art Projektil abzufeuern. Die Grafiken vor ihnen mögen fremdartig erscheinen, sie verraten eine schockierende Auskunft. Das Flugobjekt ist nun unterwegs von der Erde zum Mars. Die Handlung folgt nun den Erlebnissen von Alena und Leif. Auf der Straße zwischen Snæfells und Reykjavik kommen ihnen nun unzählige Militärfahrzeuge entgegen. Sie befinden sich bereits im Bus und mimen ein harmloses Pärchen. Das ist auch nötig, denn erneut geraten sie in Straßenkontrollen. Doch am Ende erreichen sie endlich die Hauptstadt und begeben sich auf kürzestem Wege in die Redaktion von Thjodviljen. Alena reflektiert diesen Augenblick und gibt zu, dass sie im ersten Moment enttäuscht war. Irgendwie hatte sie mit einem geschäftigen Großbüro gerechnet, klingenden Telefonen und hektisch herumeilenden Redakteuren und Journalisten. Stattdessen steht sie vor einer kleinen Villa Kunterbunt mit Holzschnitzereien am Dachgiebel und drei oder vier jungen Leuten in dicken Pullovern, die eher aussehen, als würden sie ein Jugendheim leiten. Sie ändert ihre Meinung schon bald, als sich langsam der zu erwartende Wirbelwind aus Pressearbeit um sie herum in Bewegung setzt und die internationale Botschaft über ein globales Ereignis erste Formen annimmt. Die Begegnung mit einer außerirdischen Intelligenz und der Versuch der Armee, dieses Ereignis zu vertuschen. Am Ende des Kapitels stehen Alena und Leif am Fenster der Redaktion und blicken gen Westen, zum Snæfellsjökull, wo immer noch ihre Freunde unter der Erde stecken, während im Hintergrund telefonisch die Schlagzeilen durchgegeben werden. Das nachfolgende Kapitel beschreibt Kamenik's und Bjelkes Rückkehr zum ursprünglichen Eingang der Höhle im Krater des Vulkans. Nach vielen Stunden erreichen sie gänzlich erschöpft schließlich die Vorhalle. Durch den Eingang können sie bereits erkennen, dass es über dem Snæfells inzwischen recht lebendig geworden ist. Hubschrauber kreisen dort und Militäreinheiten schwärmen über den Geröllflächen rund um den Krater. Als sich die beiden schließlich am Eingang blicken lassen, landet schon bald einer der Hubschrauber in ihrer Nähe. Während Bjelke im Eingang zurückbleibt, geht Kamenik vor und hat hier eine konfrontative Begegnung mit einem amerikanischen Armeeoffizier, der sich ihm gegenüber zuerst gönnerhaft gibt, doch recht deutlich macht, dass beide sich gefälligst ergeben sollen. Die beiden Ärzte spielen nun auf Zeit. Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass die Soldaten den Vorraum betreten. Eine Weile gelingt es ihnen, den Kommandanten an der Nase herumzuführen. Als dann jedoch der Befehl gegeben wird, die beiden zu überwältigen, sprengt Bjelke eine der Dynamitstangen. Damit gewinnen sie erstmal Zeit, denn der Hubschrauber mit dem Kommandanten startet unverzüglich und bringt sich in Sicherheit. Doch die beiden Ärzte, von der Explosion leicht betäubt und sichtlich benommen, haben keinen Zweifel daran, dass sie eine zweite Chance, mehr Zeit zu schinden, möglicherweise nicht bekommen werden. Sie bereiten eine zweite Ladung Dynamit vor und harren ihres Schicksals. Sie sind inzwischen gänzlich erschöpft, bedeckt mit Staub und sehen mehr wie Gespenster aus. Dann jedoch verändert sich etwas. Kamenik glaubt zu halluzinieren, als er das Gefühl hat, hier inmitten der felsigen Wildnis umgeben von dröhnenden Hubschraubern Musik zu hören. Doch dann beginnen beide Männer zu erkennen, was los ist. Am Bergrand erscheinen Menschen. Zuerst Dutzende, dann Hunderte, dann Tausende. Es scheint, als ob ganz Reykjavik auf den Beinen ist. Sie alle eilen hinunter.
Bjelke erkennt sogar einige Akademikerkollegen, die dort in erster Reihe schreiten. »Siehst du«, sagt Kamenik mit Tränen in den Augen, »das ist, worum es auf dieser Welt geht. Niemals allein sein.« Dann verliert er das Bewusstsein. Es folgt ein Epilog, der die Folgen und Entwicklungen zusammenfasst, geschildert durch Dr. Bjelke. Sneffels wird zu einer geschützten Zone erklärt und zu einem Forschungsgebiet. Die Leitung der ersten Phase hat ein isländischer Ingenieur namens Borgland inne, der zuerst die Abbildungen der radioaktiven blinden Vögel mit Bleiplatten abdeckt und allerlei Maschinen und Kräne in die Höhle schafft, um so ein flüssiges Begehen durch Wissenschaftler zu ermöglichen. Nachdem diese Phase abgeschlossen ist und eine entsprechende Infrastruktur da ist, beginnt die internationale Erforschung. Im Sneffels-Krater entstehen unzählige Gebäude und Labors. Tausende Wissenschaftler aus der ganzen Welt ziehen nach Island und leben dort, wo einst Jules Verne in die Unterwelt abgestiegen war, um dem größten Rätsel der Menschheit auf die Spur zu kommen. Doch ein zentraler Teil der Forschung findet auch außerhalb von Island statt, an den Sternwarten und in der NASA. Alle Teleskope sind nun gegen Mars gerichtet. Eine bemannte Mission zum roten Planeten mag zu diesem Zeitpunkt noch Zukunftsmusik sein, doch ihre Notwendigkeit wird diskutiert. Das letzte Kapitel ist reine Exposition. Ludwig Socek ist wieder in Prag auf einem Café beim Dozent Holub, einem Fachmann für diese Themen, den er im Verlauf des Buchs bereits konsultiert hatte. So erfahren wir aus diesem Interview, dass sich Ingenieur Borgland wochenlang nur dem Aufspüren des seltsamen fliegenden Tintenfischs gewidmet hatte und zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich hierbei nicht um ein Tier handelt, sondern um einen technischen Apparat, dessen Aufgabe lediglich darin besteht, nach einem simplen Muster den Projektionsraum zu bewachen. Theorien über die Absichten der Aliens werden formuliert. Am Ende des Buches befindet sich Bjelkes Brief an Dr. Kamenik in Prag, geschrieben im darauffolgenden Jahr. Bjelke fragt seinen Freund, ob er denn nicht Sehnsucht nach Island hat, denn man könne dort durchaus einen Mediziner gebrauchen. Und falls er zufällig einen Fotografen kennen sollte, es kann auch eine Fotografin sein, soll er doch Bescheid sagen. Arbeit gäbe es dort mehr als genug. Socheks Roman präsentiert somit eine sehr optimistische Sicht der Welt. Für ihn sind gerade die ungelösten Rätsel und die naturwissenschaftlichen und philosophischen Aufgaben dafür da, dass die Menschheit über ihre Grenzen hinaus wächst und international eine Annäherung erfahren muss. Seine Stellungnahme ist ein starkes Bekenntnis zur Brüderlichkeit und zu einer grenzenüberschreitenden Freundschaft zwischen den Völkern. Forschung und Wissenschaft ist für ihn hierbei das idealste Mittel, denn es dient allen und folgt einer Methodik, die sich wenig um Nationalität und Ideologie schert, sondern rational der Beweislage folgt. Dieser Optimismus mag gerade heute fast ein wenig naiv erscheinen. Doch das liegt nur daran, dass wir eine außerordentlich zynische Zivilisation geworden sind und dass unsere zentrale Beschäftigung gegenwärtig darin besteht, unentwegt die Unterschiede zwischen uns hervorzuheben und ständig neue Gräben zu ziehen, anstelle uns darauf zu besinnen, dass wir alle dieselbe Spezies sind, die sich diesen einen Planeten teilt. Ich weiß nicht, ob dies nun ein sinnhaftes Projekt war, einen Roman nachzuerzählen, den in diesem Sprachraum vermutlich niemals jemand lesen wird. Doch falls du ein Science-Fiction-Fan bist, mag dieses Video zumindest informativ gewesen sein bezüglich dessen, was die Sci-Fi-Fans in den 60ern und 70ern drüben hinter der Grenze gelesen und gedacht haben. Lasse mich gerne deine eigenen Gedanken dazu im Kommentar unter dem Video wissen. Ein wenig Echo kann auch für mich hilfreich sein, um mehr Energie zu mobilisieren, um diese Reihe fortzusetzen. Außerdem ist ja der Weg der blinden Vögel nur der erste Teil einer Trilogie. Vielleicht willst du einfach nur wissen, wie es weitergeht. Thank you.